Herzlich willkommen zur 30. Folge Minecraft Continuum mit Felix. Tag. Hallo. Wie viel Gold haben wir noch? Das ist natürlich schlecht. Ich habe auch nur noch zwei Herzen. Das ist natürlich schlecht. Ich habe gerade ein viel größeres Problem festgestellt. Welches denn? Zink. Ganz viel Spaß. Zink ist kein Erz, was wir minern können. Das einzige, wie wir Zink bekommen, ist, wenn die Maschine existiert, aus Tin und aus diesem einen Netherohr. Und sonst gibt es nur noch den Weg über Bienen. Das Schöne ist, dass wir das eine Nether-Ohr nicht im Nether minern können, glaube ich. Sondern es nur aus dem Void-Ohr-Minen rauskommt. Okay, dann mache ich mal so. Was brauchst du denn, Zink? Ja, schon ein paar Dinge, wofür man Zink gut gebrauchen könnte, aber hauptsächlich für die Toolforge aktuell, damit wir überhaupt mal an diesen Hammer rankommen könnten. Beispiel. Lass mich mal ganz kurz gucken. Zink. Zink, 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 zink. Valeritohr, okay. Brass. Oh, wie schön. Wir brauchen auch über 12 Wege, um bei für den Meatfeeder zum Beispiel das tolle Ding. Ding kommt auch aus Zinn raus. Ich weiß, das ändert ja aber nichts daran, dass die Maschine, wo das passiert, arschteuer ist. Weil soweit ich das jetzt überblickt habe, kommt das bei, wenn du Brass das verarbeitest, in diesem Zentrifugalseparator, kommt dann Kupfer und das draus. Brass wird, glaube ich, aber aus Dingsens hergestellt. Ja. Das ist genau das Rezept. Ein Zink, drei Links, macht Brass.
Und dann gibt's meines Erachtens nur noch diesen Industrial Grinder, wo du dann Sodium Persulfat brauchst und Tin, um dann Tin Pulverized, Small Pile of Iron Dust und Zink rauszubekommen. Das Zeug findest du dann, um das zu machen, das kriegst so, das findest du nämlich im Sephiroth-Ohr. Das würde im Umkehrschluss dann aber auch heißen, wenn wir das nicht schaffen. Davon abgesehen, dass wir alleine auch für die Toolforge eine Rolling Machine bräuchten. Dass wir das, glaube ich, vergessen können mit einem Hammer in den nächsten 30 Jahren so ungefähr. Das denke ich mir auch, weil das werden wir so erstmal auf die Schnelle nicht hinbekommen. Das heißt wiederum im Umkehrschluss aber, dass die einzigen Sachen, die was bringen können, wenn das Ding nicht baubar ist, die Spitzhacke oder der Drill ist. Also der Drill, der schlechte, den wir da hatten. Dann bleibt es ja bei der Spitzhacke. Man kann sein, dass wir einige Flüssigkeiten gar nicht herstellen können. Oder bin ich zu blind dafür, das Rezept dafür einfach zu finden? Welche? Ja, zum Beispiel Pink Slime. Und dann die eine Flüssigkeit, die wir gerade eben bei dem anderen Ding auch hatten, habe ich auch nicht gesehen. Schön. Aber es ist sowieso egal, weil der Laserdrill nicht existiert von Industrial Foregoing. Somit hat sich das eh erledigt. Das heißt, bis wir an Think rankommen, ist die Spitzhacke die einzige Sache, die wir haben werden. Okay. Gut. Und die einzige Sache, wie wir meines Erachtens an Think rankommen, ist über World of Miner Stufe 4 mindestens. Okay. Gut zu wissen. Das wird ja ein Spaß werden. Aber ist dann nicht zu ändern. Noch eine Sache, die eine Option wäre sonst. Aber ich habe das noch nie gemacht. Okay. Industrial Grinder und Industrial Zentrifuge sind auf jeden Fall zu teuer, so viel steht fest. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Der Zentrifugalseparator ist aber machbar. Die Zentrifuge sollten wir sogar schon, glaube ich, besitzen, weiß ich aber nicht hundertprozentig mehr.
dann bräuchten wir halt nur in Anführungsstrichen eine Saffalerite-Prinzessin, was weiß ich. Von wo ist die? Nee, von Bini, extra Bis. Aber das wird aus den Forest Bienen, glaube ich, hergestellt. Schön. Ich weiß allerdings immer noch nicht so hundertprozentig, wo drin man das Bee Breeding macht. Okay. Ich würde sagen, wir haben zwei kleinere, aber keine Probleme. Wie wären? Außer der Zombie, der mich jetzt gleich von vorne umklatschen wird. Da haben wir drei. Und das Land hinterher rennt. Erstmal das Loch zu kippen. Also wir kriegen keine Erzverdopplung, wir kriegen keinen Dings, wir kriegen keine besseren Spitzhacken. Das heißt, im Endeffekt ist das Einzige, was wir aktuell als Option haben, uns einfach weiter am Questing weiter lang zu hangeln, oder nicht? Ja, so ungefähr. Aber das sind alles so nervige Rezepte. Beziehungsweise nicht unbedingt nur nervig, sondern auch noch arschteuer. Gut, müssen wir mal haben. Da brauchst du nicht nur meiner, kannst du dich 3 Wochen lang unter die Erde verpissen, so ungefähr. Würde ich zumindest einfach mal behaupten. Ist halt alles nicht günstig, ne? Schön. Das Problem ist, ich weiß, wie unsere letzten Höhlentouren immer ausgegangen sind. Dann war irgendwann irgendwie einer tot und dann war irgendwie die Sache gegessen, erstmal so wieder halb. Ist ja nicht tot. Dann. Viel größere Problem ist, sie sollten irgendwie mal gucken, ob wir Höhlen markieren können, dass wir die schon gefarmt haben. Deswegen bin ich halt schon relativ weit weg. Mir eine jungfräuliche Höhle zu kriegen. Geht, was ist denn das? Und zwar. Hast du den Backpack oder nicht? Ja, das ist der voll. Mit Erzen. Nein. Jetzt schon wieder gefunden. Monster und Zombies und Spinnen und Physik.
Müsste aber sein. Nicht so schlechte Nachricht, aber heute ist wieder so ein Tag. Was denn? Warte ganz kurz, ich lasse mich jetzt schon was ausprobieren. So, jetzt können wir uns duellieren. Ich habe den Platz für den Gunpowder. Ach, Saporito. Ja, warte mal, das Zeug nimmt doch leider mit. In weiser Voraussicht. Aber sehe ich das richtig, dass wir im Endeffekt traurigerweise das nächste, was wir bekommen werden, oder das erste, was uns automatisch Erze oder einfacher bringen wird, ist gefühlt dann der Voltorminer, gefühlt. Wenn man das so sehen möchte, ja. Weil der Rest einfach nicht erreichbar ist, gefühlt. Hm? Gut, das heißt, sie sollten uns jetzt auf den Voltorminer konzentrieren. Macht auch keinen Sinn. Der ist auch zu weit weg. Ja, aber zumindest in die Richtung zu gehen. Dass wir da das Questen in die Richtung vorantreiben. Müssen wir mal gucken. Im Endeffekt könnten wir Tree Juice, die Quest müssen wir fertig machen. Wegen Latex. Dann können wir gefühlt halt Factorio fertig machen, weil die ganzen Maschinen einfach irgendeinen sinnvollen Zweck sogar teilweise haben, leider. Dann müsste man im besten Fall aber auch aufbauen. Dann dürfte man da gucken, dass wir da auch irgendwie eine Stromversorgung rankriegen, weil die Dinger gar nicht so schlecht Strom verbrauchen, wenn die da mal arbeiten. Dann kann man auch noch gucken, ob man die irgendwie in irgendeiner Weise einigermaßen okay mit Hoppern oder was weiß ich automatisiert bekommt. Gut, ich sage mal, mit Hoppern, da hast du zumindest schon mal 5 Stacks. Dann ist das schon mal zumindest etwas. Man eigentlich irgendwo für dieses Bauxit-Zeug? Ja, für diese Silberperlen. Aber ich glaube, die brauchst du auch selten. Ist ja gut. Ist meine Spitze ist gleich kaputt. Hatten wohl Leute nicht dran gedacht, sich Zeug zum Reparieren mitzunehmen? Ich habe Zeug zum Reparieren sogar dabei.
ist es Ich doch habe nicht so sogar schlimm, Tool dass es Station kaputt ist. dabei. Alter, okay. Dann ist es doch nicht so schlimm, dass es kaputt geht. Ja. Aber Inventar ist so voll. Okay, da muss ich Prioritäten setzen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ah, die Bienen gebe ich nicht weg. Gold bleibt hier, Blei bleibt hier, das bleibt hier. Das bleibt alles hier. Ich gebe nichts weg. Ey, ich habe eine Abbauhilfe in meiner Mine gefunden. Schön. Nutzen. Oder mitnehmen. Züchten und mitnehmen. Stell dir mal vor, wir machen einfach Creeper-Spawner, Jo. einfach mit denen nur noch abbauen. Bup und weg. Können ja auch TNT nutzen. Glaube, es ist zu teuer. Da ist ein Creeper günstiger. Okay. Nein, du musst ja alleine 5 Creeper töten, um dann die Explosion im Endeffekt zu haben, die du mit einem Creeper auch hast. Ey, der hat meine Fackel vernichtet. Und nicht mal viel abgebaut. Was ist das denn für eine Scheiße? Weiß gar nicht, lohnt sich es überhaupt noch so viel Kohle mitzunehmen aktuell? Ja. Also ich nehme alle Kohle mit, die ich kriegen kann, weil wir brauchen es ja für die Koksöfen. Da geht nur die normale Kohle rein. Deswegen nehme ich halt alles mit, was wir haben, weil die haben nämlich so gut wie keine Kohle mehr, die wir da noch reinschmeißen können. Was. Okay, ich bin hier gerade in irgendeiner Höhle, beziehungsweise in unserer Minenschicht hier angekommen. Und das Strip Mining. Am Arsch der Welt so ungefähr unterwegs, ne? Jo, ich habe mich jetzt, was weiß ich, wie viele Kilometer hier schon durch den Berg gebuddelt. Und jetzt bin ich hier gerade auf unser Höhlensystem gestoßen. Also bist du im Endeffekt nur auf die andere Seite von unserem Berg gegangen, oder wie? Nö. Aber grundsätzlich ist das nicht schlecht. Dann kann ich gleich mal ganz kurz meine Sachen abladen. Nein, ich bin nicht schreckhaft, nur ein bisschen. Warum? Ja, Skelett hat geschossen. Ich habe mich voll erschreckt, obwohl ich das Skelett vorher gehört habe. Sagen, es ist geil, wie gut wir hier gefarmt haben. 25 Mal Dias gefunden hast, oder warum? Nö, aber Sachen, die wir wahrscheinlich vor kurzem noch liegen gelassen haben, sind jetzt wieder sehr relevant geworden. Ach so eine Art, ah ja. Und der Die Frage nächste. ist, haben wir sie extra liegen gelassen? Das ist immer so eine Sache, ne? Ja, Manchmal ist man auch einfach blind und übersieht irgendwas an der Decke oder was weiß ich wo. das war nicht an der Decke. Und nein, so blind kann man nicht sein. Glaub mir, ich schaff das. Das musst sogar du gewesen sein, weil ich habe nicht hier immer einen Block freigeräumt, um dort die Dings hinzumachen. Hier diese
Fackeln. Was habe ich denn liegen gelassen? Eisen, Gold. Ne, das war das ja nicht extra. Okay, hier ist das Ende deines Ganges. Warte mal, du bist da. Da ist die Höhle, das heißt, ich hätte eigentlich links abbiegen müssen. Verdammt, Axt. Und wieder zurück. Ich hab gerade aus Versehen eine Fledermaus totgeklatscht. Ups. Da können wir noch gehen. Sehr gut. Schön, dass ich nochmal hier hingegangen bin. Nochmal ordentlich Eisen. Und. Oh. Okay, vielleicht doch nicht so gut, dass ich hier gegangen bin. Hier ist nochmal eine Höhle. Habe ich zufällig irgendwas, was für eine Kiste ist? Dann markiere ich mich in eine Kiste und mache einfach weiter ab. Problem ist, dass du eine Kiste nicht craften kannst, so richtig, weil du dafür ja diese tollen EFAB-Dinger brauchst. Ja, ich muss hier nur eine Kiste im Inventar haben. Habe ich aber nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall ist, ist aber recht gering, würde ich behaupten. Okay, was schmeißen Ich habe hier bald, wenn das so weitergeht, ganz andere Probleme. Ich finde nie wieder einen Weg hier raus. Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Sollte man spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man nichts mehr zu Material zu reparieren hat, aber machen. Also vorher ist mein Inventar noch achtmal voll, bevor ich kein Material mehr habe zum Reparieren. Ach, da ist unser ganzes Malumalu so hin. Gut zu wissen. Nee, ich habe, weiß nicht, 6 Stück oder so, das habe ich noch dabei. Ich habe 7, aber ich habe mir die neu gemacht, weil ich kein Zeug mehr gefunden habe. Nichts mitgenommen. Ja, Lag schon alles vor in meiner Tasche. richtig, deshalb ist hier aber auch nichts mehr in unseren Kisten. Ich glaube, es ist ein Barren oder so da. Die habe ich auch gesehen. Die muss ich auch testen mitnehmen. Ja, nachnehmen. Den nehme ich noch mit. Ah, ne, vielleicht will ich es auch noch mal reparieren. Einmal. Brauche ich dich im ganzen Winter nie da war. Oh, Eisen. Ich glaube, das erste, was ich aussortieren würde, sind Mob Drops. Glaube ich so ziemlich. Davon habe ich schon alles weggeballert. Und danach Kohle. Die Das würde ich nämlich wäre zusammen super. craften zu blöcken. Ach stimmt, ich kann es jetzt Sonnenkraft zu wirken. Genauso wie Redstone theoretisch gesehen, wobei ich noch keinen Redstone gefunden habe. Redstone habe ich eine ganze Ecke. Ich bin auch nicht auf der Höhe für Redstone, um ehrlich zu sein. Aktuell suche ich mehr nach Eisen eigentlich von der Höhe her. Na gut, ich bin hier auch auf der Höhe von Diamant und so. Ich nicht. Und finde hier massenhaft an Eisen.
kurz eine ruhige Ecke suchen hier. Guck mal, Heraldstone, ich muss dich mal ganz kurz zusammencraften. Ich kann Redstone nicht zusammencraften. Keine Workbench hast du da, warum? Richtig. Deshalb habe ich ein Stack Holz dabei. Aber Kohle, sagtest du, kann man zusammencraften oder was? Ey, kann man auch nicht zusammen. Auch ein Worktable. Dann wird's jetzt interessant. Das brauchen wir nicht. Cobblestone brauchen wir nicht. Wie viel Redstone haben wir? Ich glaube 3 Stacks an Blöcken. Oh ja, weiß ich, ich bin jetzt echt am überlegen. Ich brauche die Schmerzen. Sich auch einfach einmal nach oben bauen, einen Baum oben fällen, wieder dich runterbauen und dann weiter machen. Wenn ich jetzt nach oben baue, dann kann ich auch gleich oben bleiben. Weil ich ja, wenn ich hier schon in unserem Höhensystem bin, dann sollte ich ja theoretisch auch irgendwo in der Nähe des Hauses sein. Nee, eigentlich nicht. Das hätte ich jetzt irgendwie leicht verkalkuliert. Also wir haben hier schon einen Kilometer weit im Graben. Haben wir. Halt echt. Welchen Weg kommt? Da ist der Lavasee. Da ist Tod. Home. 400 Meter. Sehen, ich habe es jetzt extra liegen gelassen. Wir hatten damit ja auch eigentlich jetzt relativ gut viel Eisen gehabt. Ja, wenn wir es verfünffachen könnten, gefühlt ja. Aber. So, bei meinem Glück baue ich mich jetzt nach oben. Direkt in den Lavasee? Gravel und so. Wackel auf dem Boot und gutes. Ja, da werde ich wahrscheinlich in dem Moment nicht mehr denken. Aber wir sind leider am Ende der Folge angekommen. Komm rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.